Herzlich willkommen zum First Class Energy Podcast, deinem Podcast für mehr Lebensqualität durch neues Bewusstsein. Mein Name ist Susanne Olmer und seit meinem 22. Lebensjahr, also bereits seit knapp 20 Jahren, dreht sich in meinem Leben alles um das Thema Energie, Lebenssinn, Spiritualität und Persönlichkeitsentwicklung. Mein Interesse an diesem sehr breit gefächerten Gebiet führt auf ein für mich lebensveränderndes Ereignis zurück, denn ich erlebte kurz vor einem Autounfall eine sogenannte Nahtoderfahrung. Durch dieses Erlebnis änderte sich mein Leben schlagartig, denn ich durfte bei dieser Grenzerfahrung wählen, ob ich in der anderen Welt bleiben oder in meine alte Welt zurückkehren möchte. Ich entschied mich damals dazu, zurückzukehren. Das Geschenk eines neuen Lebens war gleichzeitig mit neuen Herausforderungen verbunden, denn seitdem ist nichts mehr wie zuvor. Plötzlich war es mir möglich, Energie in unterschiedlichsten Formen wahrzunehmen. Dies äußerte sich im Alltag zum Beispiel so, dass ich intuitiv wusste, welche emotionalen Blockaden meine Gesprächspartner unbewusst belasten, oder ich sah an Orten die Geschichte, die sich dort vor Jahren abgespielt hatte, wie einen Film vor meinem inneren Auge ablaufen. Damals wusste ich nicht, dass das alles mit Energie zu tun hat. Und so begann für mich eine spannende Reise in eine Welt, die mir nicht nur mein plötzlich freigelegtes spirituelles Wissen offenbaren sollte, sondern ich durfte im Laufe der Jahre dank der Gehirnforschung, Psycho- und Bioenergetik, Quantenphysik und Epigenetik sowie durch zahlreiche Spezialisten lernen, dass alles, was uns umgibt, Energie ist und dass wir selbst unsere aktuelle Lebensqualität verändern können, wenn wir ein neues Bewusstsein erschaffen. Wenn wir das Wissen von Naturvölkern, Heilern, spirituellen Lehrern mit der heutigen Forschung verbinden und bereit sind, uns für eine neue Erfahrung in unserem Leben zu öffnen, die größer und schöner als das bislang Erlebte ist, und dies mit gezielten mentalen Übungen verknüpfen, können wir sogar unsere bisherige Biologie verändern. Dass dies tatsächlich möglich ist, habe ich in knapp 2 Jahrzehnten in zahlreichen Fällen selbst erleben können. Dadurch entstand auch mein Lebensmotto: Grenzen gibt es nur in deinem Denken. Und dazu werde ich dir natürlich in den nächsten Podcast-Folgen noch einiges berichten. Bevor wir mit dem Energiebarometer starten, möchte ich noch ganz kurz auf das Thema Gehirnforschung eingehen. Denn dank der Gehirnforschung wissen wir heute, dass der erwachsene Durchschnittsmensch ca. 60.000 bis 70.000 Gedanken pro Tag denkt. Das ist viel, aber viel spannender ist, dass die meisten dieser Gedanken im Unbewussten schlummern. Von diesen Gedanken sind ungefähr 70% nebensächliche Gedanken, die einfach so durch unseren Kopf herumschwirren. 27% sind destruktive, also negative Gedanken. Und was für mich persönlich noch viel entscheidender ist, lediglich nur 3% unserer Gedankenwelt ist tatsächlich produktiv und positiv. Noch interessanter wird es, wenn wir uns die energetische Auswirkung ansehen. Sicher kennst du Menschen, bei denen du dich auf Anhieb wohlfühlst, während andere wiederum nicht nur die ganze Zeit jammern, sondern regelrecht für miese Stimmung sorgen. Das liegt unter anderem an der Ausstrahlung, vielmehr aber an dem, wie die Menschen tatsächlich über sich, über andere und über das Leben selbst denken. Alle Gedanken beeinflussen unsere Stimmung. Stimmung ist sozusagen Energie und Energie strahlen wir demnach auch aus. Und das, was wir aussenden, ziehen wir auch an. Dieser destruktive Energiecocktail aus ca. 97% negativen und oberflächlichen Gedanken ist also unsere ganz persönliche Frequenz. Und je nachdem, was wir da in unserem Cocktailglas alles hineingemixt haben, zieht uns unsere Energie entweder Stück für Stück immer weiter runter oder unser Leben fühlt sich wie ein langweiliger leerer Raum an und im besten Fall ziehen wir regelmäßig kleine und große Wunder in unser Leben, die wir dank unseres positiven Bewusstseins erschaffen haben. Damit du in deinem Leben dein Energielevel erhöhen und ein neues energetisches Signal aussenden kannst, ist es also empfehlenswert, dich mit dir und deiner Gedankenwelt bewusster auseinanderzusetzen. In dieser Podcast-Folge möchte ich mit dir über das sogenannte Energiebarometer sprechen.
Das Energiebarometer ist sehr einfach im Alltag einzusetzen und du kannst damit relativ leicht deine negativen Gedanken erkennen und in eine positive Richtung lenken. Bevor du mit dem Energiebarometer arbeiten kannst, ist es wichtig, dass du dir im ersten Schritt ca. 30 Minuten Zeit für dich nimmst. Wichtig ist, dass du dabei alle Störquellen wie Handy, Radio, Fernsehen abstellst, damit du dich ganz auf dich konzentrieren kannst. Für diese Übung benötigst du auf jeden Fall noch etwas zu schreiben, denn deine Aufgabe wird es sein, sofern du möchtest, alle belastenden negativen Gedanken, die dir in diesen 30 Minuten einfallen, aufzuschreiben. Denke dabei an dich, an deine Familie, an deine Kinder, deinen Job, Finanzen etc. Einfach an alles, was zu dir und deinem aktuellen Leben gehört. Schreibe alles nieder, was du über dich und dein Leben denkst. Es geht nicht darum, über alles zu grübeln, sondern in diesen 30 Minuten tatsächlich nur die dir in den Sinn kommenden destruktiven Gedanken bewusst zu machen und aufzuschreiben. Die zweite Ebene des Energiebarometers ist die Standby-Phase. Hier befinden wir uns schon in einem bewussteren Zustand. Wir wissen, dass uns so manches Denken und damit verbundene Fühlen nicht gut tut, wissen aber noch nicht, wie wir das verändern können. In dieser Energieebene finden sich zum Beispiel Menschen wieder, die sich nur schlecht oder gar nicht für eine Richtung entscheiden können oder gar keine klare Vorstellung für ein glücklicheres Leben entwickeln. Die Personen, die sich mit belastenden Gedanken im Standby-Modus befinden, haben noch nicht den Mut entwickelt, größer zu denken als bisher. Sie haben Angst, Nein zu sagen, können keine Grenzen ziehen oder sich neuen Herausforderungen stellen, weil sie lieber in der bekannten Komfortzone bleiben, da hier das Nest sicher erscheint, obwohl man bereits weiß, dass dies nicht wirklich förderlich ist. Die Kopie und die Standby-Ebene sind daher sehr ähnlich, denn die alten Themen werden sich früher oder später wiederholen. Auf Ebene 1 wirken die destruktiven Gedanken noch überwiegend unbewusst, während auf der zweiten, also auf der Standby-Ebene des Energiebarometers, die belastenden Gedanken zum einen schon bekannt sind und im Alltag bereits als hinderlich wahrgenommen werden. Dein Energiefeld ändert sich hier nicht wirklich zum Besseren, da du dich in einer Warteposition befindest. Menschen, die in der Standby-Phase verweilen, warten lieber darauf, dass sich im Außen etwas ändert, dass etwas geschieht durch andere, ohne selbst mutige Schritte zu unternehmen und vor allem Entscheidungen zu treffen. Wenn du also dein Energielevel dauerhaft erhöhen und demzufolge den Standby-Modus hinter dich bringen möchtest, kommt Phase 3 zum Zug. Energieebene 3 des Energiebarometers öffnet dich für neue Erfahrungen. Hier triffst du Entscheidungen. Du entscheidest dich für einen mutigen Schritt, etwas Unangenehmes anzupacken oder eine belastende Gewohnheit abzustellen. Die Veränderung von negativen Gedanken und Gefühlen kann nur mit dieser Entscheidung einhergehen, aus ganzem Herzen dich voll und ganz auf eine neue Erfahrung einzulassen. Oder anders gesagt, ein neues energetisches Bewusstsein zu entwickeln. Das wird am Anfang nicht mit einem Fingerschnipp passieren und gewiss nicht einfach, weil die alten Gewohnheiten unseres Denkens sind bereits so fest in uns mental, in unserem Gehirn verdrahtet. Deshalb ist es so wichtig, dir darüber klar zu werden, was du wirklich willst. Und je konkreter deine Vorstellung von deinem neuen optimalen Zustand wird, umso leichter wird es dir fallen, dein neues mentales und emotionales Bewusstsein zu entwickeln. Fassen wir hier nochmal ganz kurz zusammen. Du kannst eine Liste schreiben, wo du innerhalb von 30 Minuten all deine belastenden Gedanken, die dir einfallen, ohne zu bewerten, einfach nur notierst. Danach kommt das Energiebarometer mit seinen drei Ebenen zustande oder zum Einsatz. Die Phase 1 des Energiebarometers ist die Energieebene
deiner Vergangenheit sozusagen die Kopie von alten Gedanken und Verhaltensweisen. Phase 2 ist die Energieebene des Standby-Modus. Hier befindest du dich in der Warteposition und nichts geht wirklich voran. Phase 3 ist die Energieebene der neuen Erfahrungen. Hier entscheidest du dich ganz gezielt für deine Veränderung. Wenn du deine Liste geschrieben hast, ist es deine Aufgabe, jeden der einzelnen notierten Gedanken anhand des Energiebarometers einzustufen. Lese dir nun jeden der Gedanken durch und schreibe nun die Zahlen 1, 2 oder 3 der jeweiligen Energieebene daneben. Überleg dir genau, was sich immer wiederholt und noch überwiegend unbewusst in dir abläuft. Dann notierst du hier die Nummer 1 daneben. Wenn du dich dabei erwischt, dass dir manche Gedanken bewusst sind oder du dich für eine neue Veränderung noch nicht wirklich entschieden hast, weil du abgewartet hast oder bislang nicht mutig genug warst, dann notiere an diese Gedanken die Ziffer 2. Und alles, wo du weißt, dass du ab sofort bereit bist, eine Veränderung durchzuführen und du dich für neue Erfahrungen in deinem Leben öffnen möchtest, schreibst du die Ziffer 3 hin. Wenn du das alles gemacht hast, zählst du zusammen, wie oft hast du die 1, die 2 oder die 3 notiert. Wo befindest du dich mit deiner aktuellen Energie? Eher in der Vergangenheit, im Standby-Level oder bereits auf einer höheren Ebene, da du neue Wunder in dein Leben einlädst. Zum Abschluss möchte ich dir noch eine Hilfestellung mit an die Hand geben. Eine sogenannte transformierende Frage. Sie lautet: Was will ich anstatt dessen? Welche Gedanken will ich anstatt dessen denken? Was willst du anstatt der Gedanken in Phase 1 oder 2? Gehe die einzelnen Gedanken durch und stelle dir bei jedem dieser Gedanken bildlich vor, was dir anstatt dessen gut tut und was sich für dich beflügelnd anfühlt. Wie fühlst du dich, wenn du es geschafft hast, deine Gedanken zu überwinden? Was ist dann anders in deinem Leben? Wie denkst du dann über dich? Idealerweise nimmst du ein neues Blatt zur Hand oder dein Notizbuch und schreibst dir hier deine neuen Alternativgedanken auf. Bewusstheit ist der erste Schritt für unsere Veränderung. Und damit dein Gehirn mit den neuen Informationen versorgt wird und ab sofort lernen kann, die eingangs erwähnten 3% der positiven Gedanken zu erhöhen, ist es nötig, dies zu trainieren. 3 Möglichkeiten möchte ich dir hier noch an die Hand geben, damit du deine neue Gedankenwelt immer mehr festigen kannst. Möglichkeit 1 ist es, dir deine neuen Gedanken morgens und abends durchzulesen und in deiner Vorstellung schon jetzt so zu tun, als wäre dein Wunder eingetreten. Möglichkeit 2 ist, du sprichst dir deine positiven neuen Gedanken auf, zum Beispiel auf dein Handy, und hörst dir dein Audio regelmäßig an. Und Schritt 3 oder Möglichkeit 3 wäre, du schreibst deine Gedanken regelmäßig, täglich auf und liest dir diese laut vor und fühlst jeden einzelnen Satz. Somit trainierst du mit mehreren Sinnen gleichzeitig und kannst dein Bewusstsein für neues Denken leichter öffnen. Ich weiß, dass diese Übung etwas zeitintensiv ist, aber es wird sich wirklich lohnen, wenn du immer mehr erkennst, wie dein Geist, also deine Gedankenwelt, tickt und was du tatsächlich möchtest. Unsere gemeinsame Zeit neigt sich heute dem Ende und für mich wäre es sehr wünschenswert, wenn der ein oder andere Impuls beziehungsweise die Idee in dir entstanden ist, eine Veränderung deines Bewusstseins zuzulassen. Vielleicht ist das Energiebarometer für dich einer der Wege,
dir bewusster zu machen, wo du gerade stehst und wo du tatsächlich in deinem Leben hin möchtest. Nicht für die anderen, sondern für dich. Und damit dir das auch künftig immer besser gelingen kann, werden wir hier im First Class Energy Podcast regelmäßig Tipps und Tools sowie spannende Interviews, Mental- und Bewusstseinsübungen rund ums Thema Lebensoptimierung, Persönlichkeitsentwicklung, Spiritualität und Business aufgreifen. Und darüber hinaus bekommst du eine Energy Challenge, an der du teilnehmen kannst. Auch das wird eine extra Folge sein. Und dann werden wir gemeinsam dein Leben energetisch auf ein anderes Level boosten. Und ich freue mich sehr, wenn du uns gerne wieder besuchst und uns deine Erfahrungen mitteilst, gerne in den Kommentaren oder über eine persönliche Nachricht über das Kontaktformular auf unserer Homepage www.firstclassenergy.de. Da kannst du mit uns noch intensiver in Kontakt treten. Ja, und in diesem Sinne wünsche ich dir eine energiereiche Zeit und freue mich, wenn wir ganz bald wieder hier zusammenkommen. Bis bald und alles Liebe, deine Susanne.